Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Beim letzten Mal haben wir unser Feld um einiges erweitert. Wir haben uns hier unten noch Blaubeeren dazu geholt und müssen jetzt erstmal schlafen gehen. Der Tag ist eh fast vorbei. Und dann schauen wir mal, was der nächste Tag so bringt. Wir werden mal in die Stadt gehen, gucken, ob es eine Mission gibt. Mal erstmal den Fernseher natürlich kontrollieren. Leben vom Land, was gibt es da Neues? Ein kleiner Tipp. Okay, Mais braucht 2 Jahreszeiten. Oh, es gibt Ost. Okay. Hüte werden verkauft. Komm zum alten Haus. Noch mehr Post. Unsere Mutter hat uns geschrieben und etwas Geld gebracht. Unser Opa hinterlassen. Naja, wenigstens etwas. Das alte Haus. Oh, wir müssen natürlich erstmal. Hab es fast vergessen. Was da gerade passiert. Gerade was abgerissen. Aber gut, dann erstmal gießen. Dann schauen wir mal, wo die Hütte ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das die alte verlassene Hütte da unten unterm Wald ist. Also wenn wir unser Grundstück nach unten verlassen, haben wir die ja schon da gesehen gehabt, dass die das ist. Bin mir aber nicht sicher. Könnte es mir aber gut vorstellen. Ein Wassermeer. Die Gießkanne upgraden wäre natürlich auch nicht so schlecht. Dann kann die bestimmt mehr Wasser fassen. Wäre auch nicht verkehrt, aber ja, brauchen mehr Gold. Im Moment brauchen wir es einfach für alles. Aber ich glaube, die sinnvollste Investition hiernach wäre auf jeden Fall, dass wir Eisen brauchen. Dann Sprinkler bauen, brauchen wir dann auch einige schon. Aber dann würden wir nicht mehr die Energie, vor allem auch nicht Zeit verschwenden, um hier täglich zu gießen. Hier das Wasser alle. Oh, da war was reif. Das haben wir abgeerntet. Jetzt erst. Da gelandet. Nötigt eine Sense. Eine Sense haben wir doch. Zack, haben wir Weizen bekommen. Essen zu. Energie ist schon wieder fast aufgebraucht, nur hier. Weiß nicht, warum die so braun sind. Trocknet sein können die eigentlich nicht. Blaubeeren hier natürlich schön gibt. Auch anwachsen. Wasser ist schon wieder alle. Wenn wir da gleich noch nach unten in den Wald gehen, müssen wir auf jeden Fall vorher hier noch gucken, dass wir uns nochmal wieder oben was zu essen rausholen. Weil sonst schaffen wir es mit der Energie nicht und werden unterwegs. Könnte natürlich sein, dass wir auch irgendwas finden, was wir essen können, aber das Risiko will ich nicht eingehen, wenn wir hier eh gerade sind bei uns. Einmal noch auffüllen. Nächste Mal schon. Das packen wir mal in neue Truhe, da wo wir von allen einen aufbewahren wollen. Nein. 2 Stück. Gleich mal ein Essen. Vorsichtshalber. Dann wenn wir drunter nach. Und dann gucken wir mal, ob wir das alte Haus finden. Hüte werden sicherlich was kosten. Günstig kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sein werden. Aber wer weiß. So, wir waren noch nie hier drin.
Jetzt passt das gerade von der Zeit. Vielleicht ist sie ja da. Okay. Ja, wo ist die denn? Wieder kommen rein. Ich werde hier jede Menge Weizen stehen. Und was ich gerade sehe, das sind doch die Shorts vom Bürgermeister, die wir suchen wollen. Okay, was hat der Bürgermeister denn da getrieben? Aber dafür müssen wir mit ihr auf jeden Fall besser befreundet sein, wie wir da eben schon gesehen haben. Also müssen wir mal gucken, dass wir mit Mani besser befreundet werden, dass wir dann da in die Tür reinkommen. Den Fett. Gewürzbeere. Wenn wir hier unten sind, könnten wir auch gleich mal drüben auf die Insel, wo wir sonst auch immer so schön viele Sachen kostenlos ergattern konnten. Können wir da ja auch einmal gucken. Aber erstmal zu der Hütte. Jo, das ist die Hütte. Die alte Kappe. Ja, können wir uns leider nicht leisten. Wir können so schnell jetzt auch nichts verkaufen. Aber wir wissen dann auf jeden Fall schon mal, wo die Hütte ist. Oder besser gesagt, dass das die richtige ist. Ah, gibt es hier diesmal nichts oder wie? Ich habe doch gehofft, dass wir hier noch wieder kostenlos mitnehmen können. Schade. Aber gut. Können wir einen kleinen Abstecher durch die Stadt machen? Das. Okay. Wollen wir ihm was schenken? Ist da auch nicht zu Edelwicke. Oh, wie kommen wir da hin? Nein, wollen wir nicht essen. Dafür müssten wir wahrscheinlich auch besser mit ihr befreundet sein. Da einmal auf den Kalender, ob es eine Aufgabe gibt. Da gibt es eine Aufgabe. Schauen wir mal. Nein, das Aushilfe. Kupfererz, 30 Stück. Wir können die Erze danach behalten. Ich würde mal eben sagen, wir gucken mal, wie viel Erze wir haben. Wie lange haben wir dafür Zeit? 2 Tage. Also im Zweifelsfall können wir dann morgen den Tag damit verbringen, Erze zu sammeln. Blöd ist halt immer, dass wir erst unsere Pflanzen alle gießen. Das Zeit und vor allen Dingen auch Energie kostet. Wir haben... Oh, wir haben genug. Perfekt. Dann gleich wieder zurück. Dann geben wir die Quest auch gleich ab. Ein bisschen Gold dazu. Und das Erz behalten wir auch. Sonst wäre es ein nicht so guter Deal. Aber so passt das ja perfekt. Ah ja, hier auf der Insel, hier noch runter. Ah, jetzt ist hier auch geöffnet. Ah, wir erstmal das Quest hier abgeben. Sollten wir? Sollten. Blind ist blind. Geben wir das denn ab? Oder müssen wir das Erz auswählen? Ja, aber schenken wollen wir es ja nicht. Laden. Nichts. Werkzeug an. Aber ich will es ihm ja nicht schenken. Da
Da ist ja auch so ein Fragezeichen, aber... Ja. Ja, dass du... ist. Ein Schmied. Woher wusstest du das? Okay, können wir jetzt einmal auf die Karte. Schmied. Ich eben nicht guckt, als ich ihn angesprochen habe. Ob das Clint ist, aber wer soll sonst Clint sein? Bin ich die... Warte, jetzt haben wir ihnen einen geschenkt. Ja, wie beenden wir das denn? Oh, wir müssen die neu sammeln, oder wie? Zählen nicht die, die haben. Das ist ja blöd. Eis, 250. Nö, danke. Und ich dachte, wir können mal schnell da zack, das Erz, was wir haben, abgeben und fertig. Aber nein, sollte nicht sein. Ja, so bringt uns das jetzt nicht. Wir legen das Erz nochmal eben zurück. Machen unser Inventar soweit frei. Und dann werden wir morgen früh gießen. Wir können gleich nochmal schon mal zusehen, dass wir genug Sachen mitnehmen. Genug Energie haben. Und dann werden wir versuchen, 30 Kupfererz zu bekommen. Da wir sie ja doch neu farmen müssen. Fehlen, die wir schon haben. Dann lassen wir auch mal die Angel hier drin. Die Sense lassen wir hier. Dann brauchen wir auch alles weg. Hier packen wir die Sachen rein. Und schon mal... Davon haben wir am meisten. 25 Stück. Ich hoffe, die lang. Und dann Park auch beenden. Geschlossen haben wir. Ja, Bett gehen. Einmal im Fernsehen gucken. Nichts. Oh, die sind ja schon wieder reif. Ja, dann müssen wir die natürlich erst gießen. Irgendwie glaube ich da unten, die sind vertrocknet, aber ich weiß nicht wieso. Wir haben alles gegossen. Mir ein bisschen schleierhaft, warum das vertrocknet ist. Ich meine, ich lasse sie jetzt einfach stehen und warte, bis die anderen reif sind, dann sehen wir es genauer. Oder es ist irgendeine Saat, die im Sommer gar nicht wächst. Könnte auch sein. So, erstmal wieder das Gießen. Das kennen wir ja schon. Wird unsere schöne Energie wieder aufgebraucht. Eigentlich wollten wir ja ins Bergwerk. Ob wir es noch schaffen, das Erz zu bekommen, was er haben möchte. Bei 30 Stück schon echt schwierig werden. Wasser ist wieder alle. Spannend, wie viel Gold wir die rauskriegen aus den Pepperonis. Ich werde diese braunen Dinger da erstmal jetzt mitgießen. Ich weiß nicht, ob sie vertrocknet sind. Vielleicht haben wir auch vergessen, sie abzuernten. Keine Ahnung. Ich glaube es ja eigentlich nicht. Oder es ist halt, wie gesagt, echt, dass wir da was ausgesät hatten, was noch mal nicht wächst. Hier ist das Wasser alle.
glaube, das lohnt sich aber auch nicht mehr, die Gießkanne jetzt vorher abzugraden. Wenn wir sowieso darauf hin sparen, dass wir uns Sprinkler machen. Dann müssen wir ganz genau gucken, wo wir die positionieren, weil, wenn ich es richtig gelesen habe, können die vier Pflanzen bewässern. Also oben, links, rechts, unten. Aber das schauen wir, wenn es soweit ist. Nochmal die Gießkanne auffüllen. War noch eine reif. Ah, sieht man natürlich der Vogelscheuche. Bin ja auch gespannt, was die Blaubeeren bringen. Brauchen ja immerhin 13 Tage, bis sie reif sind. Ah, wieder frei machen. Raus. Essen. Ah, noch ein. Das ist eigentlich egal, welchen Weg wir jetzt gehen. Längs. Dann schauen wir mal, ob wir genug Kupfererz finden. 30 Stück sind, wie gesagt, nicht so einfach. Den kann ich einfach nicht vorbeigehen. Schön da den. Ist schon der Weg? Nein. Ich. Hier sind wir schon. Auch noch mit. Im Zweifelsfall ein Teil mehr, was wir speisen können, um Energie zu haben. Dann werden wir jetzt auch eigentlich sehen, dass wir den Gang wieder finden. Und ansonsten Steine mitnehmen. Ja, hier die, wo Kupfererz auf jeden Fall drin ist. Weil sonst verbrauchen wir, glaube ich, hoffen wir mal, dass hier ein paar mehr davon sind. Auch ein bisschen mehr Kupfererz dabei rauskommt. Treppe finden. Leiter. Da. Sehr schön. Schleim möchte ich vorbei. Nicht dran aufhalten. Kostet nur. Müssen wir uns kümmern. Ich meine, für die Gilde, für die Abenteurer-Gilde müssten wir die Schleime natürlich alle töten, aber das können wir auch zum anderen Zeitpunkt machen. Jetzt ist erstmal wichtig, das Kupfererz bekommen. Da links irgendwas, da ist nichts. Also geht über. Hier ist einer. Da, in allen anderen Steinen könnte auch Kupfererz drin sein, aber die Chance ist halt gering. Schade, da waren. Denn wir brauchen Energie. Ja, Essen. Wäre schön, wenn man hier klicken könnte, dass er gleich 10 Stück auf einmal isst oder sowas. Wir könnten sie natürlich auch verarbeiten, dann würden sie auch mehr Energie bringen. Aber so aufklappen. Dankt erstmal. Weitermachen.
heißt es jetzt die Leiter finden. Kann natürlich wieder unter jedem Stein sein. Da ist sie. Perfekt. Ah, den Kleinkäfer hier mit. Ein besonderer Stein. Aber ist eine Frage, wo die Leiter ist. Wenn es so weitergeht, kriegen wir Dinge, die wir an Kupfererz brauchen, schnell zusammen. Aber wenigstens Kohle noch. Einen müssen wir eliminieren, der ist im Weg. Oh, da ist ein blauer Schleim. Werden wir auch mal eliminieren. Vielleicht droppt er irgendwas Gutes. Oder auch nicht. Das Kupfererz. Bei. Oh, was ist das? Das sieht ja mal interessant aus. Amethyst haben wir bekommen. War auch nicht so einfach frei. Denn jetzt. Okay. Während sie angegriffen wurden, paaren die sich mal eben. Leiter finden. Ich dachte schon, mit unseren 25 Bären, die wir hier mitgenommen haben, kommen wir weit. Aber irgendwie glaube ich das so langsam nicht mehr. Ich meine, wir können noch einmal unsere Energie voll machen mit denen. Erz bekommen, wie etwas. Leiter. Ich das ausgerechnet. Leiter hier versteckt. Da ist sie. Aber ich würde an dieser Stelle auch erstmal sagen, wir machen einen kleinen Cut. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.